bist schwanger als Flugbegleiterin. Was passiert dann eigentlich? Kannst du dann schwanger weiterarbeiten? Wird man dann direkt entlassen? Was passiert mit der Schwangeren? Wenn du an dem Beruf Flugbegleiterin interessiert bist, dann bleib dran, denn diese Fragen klären wir jetzt in diesem Video. Hallo. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen hier aus San Antonio, Texas. Ja, ich bin jetzt tatsächlich in den Staaten. Ich bin meinen Freund besuchen. Wir haben ja eine Zeit in Deutschland gewohnt zusammen und er musste in die USA ziehen. Bei mir hat sich einiges getan. Ich bin jetzt schwanger geworden. Er hat mir hier einen Antrag gemacht und wir heiraten. Die Schwangerschaft kam sehr plötzlich bei mir. Und ich habe mich so vorher nie mit dem Thema so wirklich befasst. Und dann habe ich eigentlich erst gemerkt, wie cool das ist bei uns als Flugbegleitern, wie das alles geregelt ist mit der Schwangerschaft, mit der Elternzeit. Und darüber will ich euch jetzt in diesem Video erzählen, weil ich finde, es lohnt sich echt, darüber Bescheid zu wissen. Wenn du immer up to date sein willst, abonniere diesen Kanal und lass mir gerne ein Like da, wenn dir das Video gefällt. Und ich würde sagen, jetzt starten wir mit dem Video. Ich verknüpfe das ganze Know-how mal so mit meiner Geschichte. Können wir uns dran heranhangeln. Und zwar war es bei mir folgendermaßen. Ich bin die letzte Zeit sehr viel unterwegs gewesen und habe auf Vollzeit gearbeitet. Ich habe dann zum Beispiel Kapstadt gesehen und mein letztes Layover war dann auch in Bogotá in Kolumbien. Ich dann weitergeflogen bin privat und noch in Medellin war. Das war übrigens richtig geil. Und es war wirklich das beste letzte Layover für mich. Und dann habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Irgendwas ist da crazy. Habe mir einen Schwangerschaftstest gekauft und habe mich dann getestet und er war positiv. Und ich dachte so, wow. Also zum einen war ich erstmal so, ich kann es gerade gar nicht glauben. Aber ich war mega glücklich, weil wir beide wussten schon immer, wir wollen Kinder miteinander. Aber ich habe jetzt gedacht, ja, dass ich in meinem Alter so ein bisschen länger brauche, um dass es klappt. Aber es hat anscheinend sehr schnell geklappt. Und den ersten Schritt, den ich dann wirklich machen musste, ist bei meiner Arbeit anzurufen, bei meiner Airline und Bescheid zu geben, jo, Leute, ich bin schwanger. Und dann habe ich erstmal herzlichen Glückwunsch gehört und dann wurde ich auch sofort raus aus dem Dienst genommen. Als Flugbegleiterin ist es ganz, ganz wichtig, dass sobald du weißt, dass du schwanger bist, hast du die Verpflichtung, das dem Arbeitgeber mitzuteilen. Das ist nicht wie bei anderen Jobs, wo man mal ein bisschen wartet und dann Bescheid gibt, weil man trotzdem weiterarbeitet. Nee, bei uns, das müssen wir direkt sagen und dann werden wir auch direkt aus dem Dienst rausgenommen. Das heißt, mein Rest vom Monat nach Kolumbien konnte ich gar nicht mehr fliegen. Ich war direkt draußen und natürlich bin ich dann auch noch zum Gynäkologen gegangen und habe das Ganze bestätigen müssen, weil man kann ja nicht einfach sagen, ich bin schwanger ohne Attest. Also man braucht schon diesen Schwangerschaftsattest, den reicht man dann bei der Arbeit ein. Und dann ist die Sache gegessen. Dann wird bei einem eingetragen, man ist schwanger und man ist für die ganze Zeit bis zur Geburt freigestellt. Und danach, so ist es gesetzlich geregelt, hat man auch noch diese 8 Wochen, wo man freigestellt ist. Und das Schönste daran ist, man wird die ganze Zeit weiter bezahlt. Also man kriegt 100% von seinem Gehalt, was man die letzten 3 Monate verdient hat. Das war bei mir natürlich sehr, sehr gut, dass ich Vollzeit gearbeitet habe, weil jetzt kriege ich 100% von meinem Vollzeitgehalt. Nur die Flugzulage wird jetzt natürlich versteuert. Die ist steuerfrei, wenn man fliegt, aber die wird jetzt voll versteuert, wenn man halt am Boden ist. Das heißt, man kriegt dann prozentual minimal weniger raus, als jetzt, wenn man normal fliegt. Natürlich fallen da jetzt auch die Spesen weg. Klar, Spesen kriegt man ja auch nur, wenn man im Ausland ist. Aber ansonsten kriegt man da sein Gehalt und kann die ganze Schwangerschaft über zu Hause sein. Und das heißt jetzt für mich, ich kann meine ganzen 9 Monate zu Hause sein oder woanders sein. Das spielt keine Rolle, wo ich bin. Hauptsache, ich kümmere mich gut um das Baby, um mein Bäuchlein und ja, kriege dann mein Baby. Und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere von euch, warum gibt es da dieses Beschäftigungsverbot als Flugbegleiterin? Also warum werden wir dann freigestellt? Warum arbeiten wir nicht einfach die ersten Monate, weil da ist der Bauch ja noch nicht so groß. Warum arbeiten wir da nicht weiter und werden dann ins Beschäftigungsverbot entlassen? Warum gilt es direkt? Ich sag's mal so, das ist vielen natürlich nicht bewusst, die in dem Job nicht arbeiten. Der Beruf ist sehr, sehr körperlich anstrengend. Das liegt nicht nur mit dem Schichtdienst zusammen, den wir haben, es liegt auch mit den langen Arbeitszeiten zusammen, weil der Arbeitgeber kann nicht gewährleisten, dass wir nur 8 Stunden am Tag arbeiten. Wir arbeiten teilweise
bis zu 12 oder 13 Stunden kann es schon werden. Das kann man nicht kontrollieren. Dazu kommt dann natürlich noch der Jetlag. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss in der Schwangerschaft mehrere Langstreckenflüge machen und dann bin ich in anderen Zeitzonen, das ist sehr belastend für meinen Körper. Dann kommt noch die Schwangerschaft. Und wer von euch schon schwanger war, der weiß, im ersten Trimester, it's hell. Ja, also mir war richtig schlecht. Einige Male musste ich auch mich übergeben. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte dann bei so einem Langstreckenflug 13, 14, 15 Stunden auf dem Bein sein müssen und dann noch körperlich so anstrengend arbeiten müssen, es wäre einfach der Horror gewesen. Also was hier ganz interessant ist, ich glaube, die Strahlenbelastung ist gar nicht so hoch, aber natürlich kommt die auch noch dazu. Also wenn man dann mehrmals im Monat noch die Langstreckenflüge hat, die ja belastender sind von der Strahlung als jetzt bei Kurzstrecke, ja, dann geht es schon alles in Gewicht und ich sag mal so, summa summarum, wie ihr seht, ist es echt belastend für das Kind und mich. Und ich bin sehr, sehr dankbar und sehr froh, dass es bei uns diese Regelung gibt und dass es bei uns heißt, nee, du wirst freigestellt. So eine schwere körperliche Arbeit musst du dann nicht machen, während du schwanger bist und dafür bin ich dankbar. Jetzt kann ich ja aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich habe das relativ spät gemerkt. Ich habe es dann gemerkt im ersten Trimester, wo mir dann schlecht wurde. Habe dann aber zuerst nicht gedacht, dass ich schwanger bin. Ich dachte, naja gut, es wird vielleicht irgendwas sein, was ich gegessen habe. Und dann nach meinem letzten Layover war mir dann immer richtig schlecht und ich war müde. Und es wurde immer schlimmer. Und dann habe ich ja den Test gemacht und wusste Bescheid. Und ich muss es meinem Freund sagen, aber er war schon in Amerika und ich will es ihm persönlich sagen. Ich will es nicht über Telefon sagen. Ich habe schon meinen Flug und so gebucht, dass ich ihn besuche für die 3 Monate hier in meinen Sommerferien. Und dann dachte ich, na wenn ich jetzt herkomme für die 3 Monate, dann sage ich es ihm erst dann und überrasche ihn. Was ich nicht wusste, also ich habe ihn mit der Schwangerschaft überrascht und er hat mich mit einem Verlobungsring überrascht. Und das habe ich nicht kommen sehen. Ich dachte, das passiert irgendwann mal. Aber dieses Jahr war für uns eigentlich was ganz anderes geplant. Naja, manchmal kommt es ja anders, als man denkt. So wie es jetzt aussieht, werde ich auf jeden Fall ihn heiraten. Dann werden wir unser Baby bekommen. Ich werde mein Baby bekommen. Und ich finde das Ganze richtig cool, weil das jetzt hier in den USA eine ganz neue Erfahrung ist. Ich bin jetzt hier ein paar Wochen schon. Und das Schöne ist, selbst wenn du im Ausland bist, jetzt auch in deiner Schwangerschaft, das ist völlig egal. Weil du kriegst dein Geld weiterhin bezahlt und es kümmert die Airline nicht, wo du gerade bist. Du bist im Berufsverbot, auch für die weitere Zeit. Wenn du jetzt mit deinem Freund, Mann, was auch immer im Ausland bist und dann sagst nach der Schwangerschaft, ich möchte jetzt noch weiter beim Kind bleiben, dann ist es auch schön, weil man kann im Ausland dann einfach sein und dann kann man entweder die Stillzeit beantragen oder eine Elternzeit und dann kann man so lange bei seinem Kind bleiben, wie man das möchte. Und dann kann man erst wieder weiterarbeiten. Und ich sag mal so, ich möchte wahrscheinlich die nächsten 2, 3 Jahre erstmal bei meinem Kind sein und die Zeit mit meinem Kind genießen. Und danach habe ich mir überlegt, okay, dann möchte ich wieder einsteigen als Flugbegleiterin, aber auf Teilzeit, nicht mehr auf Vollzeit. Und dann findet eine Wiedereingliederung statt. Und in dieser Wiedereingliederung wird man dann wieder auf die Flugzeugmuster geschult, je nachdem, was die Airline möchte, was du als erstes machst, entweder Kurz- oder Langstrecke. Und dann darfst du wieder fliegen. Und da wir ja so tolle Teilzeiten haben, kann ich mir dann aussuchen, okay, möchte ich dann 50% fliegen, 30%, 40%, whatever. Da gibt es immer richtig tolle Teilzeiten, gerade für die Mamis. Und bei uns fliegen ja echt so viele Mütter. Und das Spannende an der ganzen Sache ist, ich habe mich ja mit welchen unterhalten, die schon Mütter sind und die meinten, das ist der beste Beruf der Welt, wenn du ein Kind hast und wenn du dich auch auf deinen Partner zum Beispiel verlassen kannst und der darauf aufpasst, weil dann bist du vielleicht 1 oder 2 Mal im Monat weg, hast du irgendeinen Flug und in der Zeit bist du nur du und bist nicht Mama und musst dich um nichts kümmern. Dann bist du einfach in deinem Hotelzimmer und hast deine Me-Time. Und ich finde, das hört sich verdammt gut an, findet ihr nicht? Also ich kann mir das definitiv vorstellen. Ich habe einen wunderschönen Verlobten, der mir wirklich immer zur Seite steht und wir haben auch beschlossen, wenn das Kind da ist, er übernimmt Nachtschichten, dass er das Kind füttert. Ich pumpe Milch ab, er füttert das Kind, dann umgekehrt und er kümmert sich um alles mit mir. Und mit ihm kann ich mir das auch super vorstellen, dass ich dann irgendwo im Ausland bin und fliege und wenn ich dann rumfliege, dass er dann auf unser Kindchen aufpasst.
Dazu braucht man halt aber wirklich den richtigen Partner und wenn man alleinerziehend ist, dann irgendjemanden wie die Familie oder irgendjemand, der einem da behilflich ist, weil so ganz alleine ist es schwierig. Ich meine, das ist ja für mich schon schwierig, ich habe einen kleinen Hund. Und da ist es ja auch schon so, dass man sich auf jemanden verlassen muss, der mal darauf aufpasst. Nur so konnte ich als Flugbegleiterin arbeiten. Und so ein bisschen ist es ja auch mit dem Kind, ja? Ob du jetzt einen Hund hast oder ein Kind, du brauchst jemanden, der darauf aufpasst, weil sonst, wie willst du den Beruf weitermachen? Das geht ja nicht. Das Coole ist ja dann auch, dass ich mein Kind eintragen lassen kann. Und dann kriegt es auch die Flugrabatte. Und wenn ich irgendein Layover habe, was richtig toll ist, so Kapstadt oder so, dann nehme ich mein Kind einfach mit und buche ein Ticket. Und dann bleibt es mit mir im Hotel. Aber natürlich, wenn es schon ein bisschen älter ist, ne? Aber das finde ich auch schon richtig nice. Aber jetzt bin ich ja erstmal in der Phase, ich bin schwanger und ich bin erst im 5. Monat und das Kind muss erstmal geboren werden. Aber bis es dann soweit ist und das Kind dann da ist und ich dann weiterfliege, das sehe ich dann alles. Und da nehme ich euch natürlich auch gerne mit. Und ich bin selbst schon gespannt, wie das dann aussehen wird und wie für mich das Leben dann weitergeht, wenn ich dann wieder als Mama fliege. Das wird sehr, sehr spannend. Falls ihr generell noch Fragen habt zum Flugbegleiterberuf, ich habe auf meiner Website dazu eine Seite gebildet, Infos zum Beruf. Und da habe ich so ganz viele Fragen beantwortet, die wirklich sehr, sehr oft kommen. Und da könnt ihr schon mal eine kleine Hilfe kriegen. Guckt einfach mal auf meine Webseite. Außerdem findet ihr auf meiner Webseite jetzt auch meine Online-Kurse. Es gibt ja viele Leute, die haben sehr, sehr Angst vorm Assessment Center. Und ich habe mir gedacht, ich mache dazu einen Kurs und bereite die Leute kompetent aufs Assessment Center vor und der Kurs ist schon seit ein paar Monaten draußen und auch auf meiner Webseite könnt ihr den buchen. Einfach unter AC-Vorbereitung gehen und da seht ihr nochmal die ganze Auflistung, wie ich euch helfe, was die Kursinhalte sind und dann könnt ihr den buchen. Und ich habe schon so viel Feedback dazu bekommen, so viele Teilnehmer haben es schon geschafft und sind mit meinem Kurs erfolgreich gewesen und sind jetzt selbst FlugbegleiterIn. Hammer, so muss es sein. Und genau deswegen habe ich den Kurs entwickelt, damit ich euch helfe, euren Traum zu erreichen. Falls du also auch interessiert bist an diesem Online-Kurs, dann schau einfach mal auf meiner Webseite vorbei. Ansonsten nehme ich euch sehr, sehr gerne hier in meinem Alltag in Amerika mit. Ich bin jetzt in Texas und bin schwanger und ich habe jetzt auch bald meinen Check-up-Termin für mein Baby. Dann haben wir hier dann noch eine Babyshower und dann ziehen wir endlich in unser Haus. Und da werde ich dann so ein bisschen Nesting betreiben und werde die ganzen Babysachen zusammensuchen. Ich hoffe, auch in der Babyshower kriege ich ein paar Sachen, weil ich möchte einfach richtig schöne Sachen für das Kind haben. Also wenn ihr da nichts von verpassen wollt, dann folgt mir gerne hier auf Instagram oder auf TikTok, wo immer ihr auch aktiver seid. Habt noch eine schöne Zeit und bis nächstes Mal.